Der Wurm kriecht aus dem Mann heraus und bewegt sich fort. Stück für Stück für Stück für Stück für Stück. Fort bis hin zur Frau. Heißt das etwa, Papa hat Würmer? Ich will mit deiner Frau über Liebe und Sex reden können. Doktor, hier bin ich. Ich bin verheiratet und habe Kinder. Für dich ist das viel leichter, du bist eine geschiedene Frau. Man darf uns hier nicht zusammensehen. Seit unserer Hochzeit hatten wir keinen einzigen schönen Tag. Ach ja? Und woran liegt das? Ihr seid frisch verheiratet. Schämt euch. Das ist nicht ganz leicht, aber in ein paar Jahren wird es noch schrecklicher. Nein, hör auf, lass das! Sei doch nicht so. Vielleicht sollten wir uns eine Nebenfrau holen. Du darfst 4 Frauen haben. Und wieso suchst du dann für ihn nach einer Braut? Es wird mir alles zu viel. Seid still! Die Religion ist doch nicht irgend so ein Spiel. Sie muss erst einen anderen heiraten, dann kannst du sie wieder heiraten. Eine Frau möchte einen Mann, der sie liebt und respektiert. Du führst heimlich eine vorübergehende Ehe. Das ist Halal. Halal für andere. Doktor, ich heirate keinen Fremden, um deine Fehler auszubügeln. So will es das Gesetz. Wir tun nur, was es von uns verlangt. Weißt du, wie Kinder gemacht werden? Ich bin doch immer deiner Meinung. Ja klar, weil ich immer recht habe.